Hi nun, 11.59 Uhr. Und jetzt können wir über die brandneuen AMD-Grafikkarten reden. Somit wird die 6000-Serie bestehend aus 6850 und 6870 um die brandneuen 6950 und 6970 erweitert. Hier vorne sehen wir die 6970, das Topmodell unter den Single-GPU-Grafikkarten von AMD, sehr schnell und mit 2048 MB Speicher ausgestattet. Mit derselben Bestimmung kommt auch das 6950 Modell einher. Die beiden anderen Karten haben jeweils knapp 1 GB Speicher. Darüber hinaus verfügt die 6900er Serie über einige weitere Features, die sie von den kleineren Modellen unterscheiden. Sie haben wesentlich mehr Berechnungseinheiten, können also mehr Berechnungen pro Zeiteinheit durchführen. Die Stromversorgung übernehmen in diesem Fall ein 8-Pin und ein 6-Pin PCI Express. Bei den kleineren Modellen sind es dann jeweils 2 6-Pin. Für die Grafikausgabe zeichnen sich in diesem Fall 2 DVI, ein HDMI 1.4 und 2 Mini-Display-Ports verantwortlich. Damit können bis zu 4 Monitore betrieben werden. Bei dem kleinsten Modell, der 6850er, sind es 3. Mit 28 cm ist die 6970 auch ein durchaus stattliches Modell. Von da sollte auch ein großes Gehäuse vorhanden sein. Bei CaseKing kommt ihr aber eine große Anzahl an sehr praktischen, sehr großen Gehäusen. Von da dürfte auch das Richtige für euch dabei sein. In diesem Sinne, ich habe euch, denke ich, einiges zeigen können von der neuen 6000-Serie, inklusive den neuen Topmodell der 670, die wirklich jeder haben will. Greift also schnell zu, denn schnell ist sie eben so vergriffen. Und ich würde euch auch gerne wieder begrüßen dürfen bei CaseKing TV. Stefan!